Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, hallo, grüß Gott. Ich begrüße Sie heute wieder ganz, ganz herzlich bei Finanzen am Freitag, dem 4. Juni 2021. Schon fast ein halbes Jahr wieder umgegangen und es hat sich wie immer auch dieses Jahr sehr viel getan und alle zwei Wochen haben wir gemeinsam hier mit XTB Finanzen am Freitag und es freut mich immer sehr, Sie hier auch begrüßen zu dürfen. Sie haben bei GoToWebinar ebenfalls immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, in das Chatfenster die eine oder andere Frage hineinzugeben. Und ich werde die so gut, wenn möglich, auch beantworten. Verzeihen Sie, wenn ich vielleicht nicht alles beantworten kann immer, weil natürlich es hier dann auch zeitliche Limitationen gibt. Und wir auch heute wieder ein spannendes Programm, glaube ich, mitgenommen haben. Ein Trading-Programm, wo es eben um erneuerbare Energien geht. Und da freue ich mich schon ganz herzlich darauf, einige von mir und von uns ausgearbeitete Themengebiete zu präsentieren. Und so gehe ich auch dann gleich wieder rein zum Finanzen am Freitag heute. Natürlich zu Beginn von jedem Finanzen am Freitag die möglichen Interessenskonflikte, auf die ich hier eingehen werde. Es ist natürlich hier, es werden Themen, Finanzinstrumente, Aktien, natürlich analysiert und kommentiert. Das basiert natürlich auf journalistischer Sorgfaltspflicht. Trotzdem kann hier keine Gewähr genommen werden und geleistet werden. Und es ist so, dass natürlich diese Werte bei meinen Social Trading Accounts beziehungsweise auch in privaten Depots immer wieder auch getradet, gehandelt, Short- oder Long-Position, also gegen Leerverkäufe beziehungsweise Long-Positionen gehandelt werden können. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel. Hier ist es eben immer ganz wichtig, ein Risikomanagementsystem auch ein adäquates zu nutzen. Und das, glaube ich, kann man auch nicht oft genug erwähnen, oft genug durchgehen. Und deswegen ist es auch immer dieses Risikomanagementsystem ein ganz entscheidender Punkt zu Beginn von jedem Finanzen am Freitag. Und das ist natürlich auch heute so. Wir starten mit dem Traffic Signal System. Das ist ein Ampelsystem, ein Risikomanagementsystem, das ich mir in meinen Trades zurechtgelegt habe und mit dem ich auch immer starte, weil natürlich das Risikomanagement ein ganz, ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht für positive beziehungsweise für ein langfristiges, für eine langfristige Freude am Traden ist. Ein ganz entscheidender Punkt. Wer bin ich für jene, die das erste Mal dabei sind? Mein Name ist Richard Dobitzberger, in der Trading-Szene eben eher als Richie bekannt. Ich bin eigentlich ja studierter Molekularbiologe, befasse mich aber schon seit 2001 eigentlich mit Trading und seit 2012 auf unterschiedlichen Social-Trading-Accounts, Social-Trading-Plattformen bin ich eben tätig, habe abgeschlossenes MBA-Studium in der Spezifizierung Finanz und bin auch weiterhin mit viel Freude und Spaß in der pharmazeutischen Industrie tätig. Und das sage ich deswegen auch immer dazu, weil Traden kann jeder machen, das kann man berufstätig machen. Die Voraussetzung ist meiner Meinung nach einfach das Interesse in der Asset-Klasse, die man eben tradet, um eben hier am Ball zu bleiben. Und das ist dann echt eine Freude, ein Spaß. Es gibt Börsenstammtische, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch. Da kann man sich austauschen. Und deswegen auch hier immer ganz, ganz wichtig. Ich mache es nebenberuflich mit viel Freude und betreibe eben auch noch einen Blog, sotravo.com. Wenn Sie Lust und Laune haben, können Sie da gerne vorbeisehen. Da sind auch die Trading-Ideen eigentlich immer dann auch drauf, die gehandelt werden und auch die in der X-Station und hier bei XTB dann präsentiert werden. Ja, wie kann so ein Auswahlverfahren aussehen? Wie schon gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht, um eben langfristig
richtig erfolgreich traden zu können, da muss man sich aussuchen, was einen Spaß macht. Und bei mir sind es eben Unternehmen, die eben hier ein Innovationspotenzial beinhalten. Nein, ja, klarerweise in meinem, aus meiner Sicht meiner hintergründlichen Ausbildung, Biotechnologie und pharmazeutische Unternehmen, Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Der Führungsstil ist für mich immer ganz ein wichtiger Faktor. Das heißt, auch welche Visionen hat so ein Unternehmen, das ich trade, beziehungsweise das politische Markt, globale Umfeld. Das spielt natürlich in jeden Handel, in jede Idee auch rein, beinhaltet beziehungsweise entscheidet auch, wie lange so ein Trade andauern kann, wie lange man in einem Unternehmen drinnen bleibt. Als Trader, Position Trader bleibt man ja vielleicht Wochen, manchmal sogar Monate in einem Trade. Und in der X-Station können Sie als CFD natürlich auch ganz einfach solche Position Trades dann umsetzen, auf die ich dann später eingehen werde. Aber wie gesagt, zu Beginn steht immer das Auswahlverfahren, wieso, dass ich denn traden möchte. Und dann eben kommt es schon rein in dem Zusammenhang, wenn man sich einmal entschieden hat und sagt, okay, mich interessiert die Biotechnologie sehr, dann schaut man sich die unterschiedlichen Unternehmen an. Da kann man sich sehr, sehr leicht, sehr einfach informieren auf unterschiedlichen Webseiten. Das muss eben, das kann alles Mögliche sein. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele nette Websites beziehungsweise Informationen, die man sich hier zusammentragen kann. Und dann geht es schon rein in die Fundamentalanalyse. Man schaut sich das Unternehmen, beziehungsweise bei mir ist es so, ich schaue mir dann an, wie schaut es so aus, wie ist der innere Wert des Unternehmens, wie sieht es aus mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Daten. Das muss nicht unbedingt jetzt der Gewinn sein, die ein Unternehmen jetzt klassisch ausschreiben muss, sondern das kann auch einfach ein Wachstumszahl sein, ein Umsatzwachstum, ein jährliches, weil natürlich in der Biotechnologie oder in sehr technologisch lastigen Unternehmen der Gewinn vielleicht noch gar nicht da ist. Aber man schaut ja, die Aktien, die Börsen handeln sehr oft die Zukunft und dann interessieren mich, wie gesagt, solche Unternehmen, die rasant wachsen, um eben dann auch Trades zu generieren. Und dann ist natürlich die News-Analyse auch ein wichtiger Faktor, einfach um die neuesten Geschehnisse, Hintergrundfakten zu evaluieren. Ich habe hier ein Beispiel mitgenommen von meinem Blog, eben Apple Hodl Technology, Fragezeichen. Apple ist natürlich ebenfalls ein schon großes Technologieunternehmen, aber trotzdem hat es klein begonnen und sucht ja irgendwie auch jeder immer das nächste Apple, wenn man so will, auch als Trade immer wieder spannend. Das heißt ja nicht, dass es hier immer nur ganz ausgefallene Unternehmen sein müssen, die man tradet, sondern ganz oft sind auch ganz etablierte Unternehmen auch durchaus mit einem starken Umsatzwachstum vorhanden. Und Apple ist hier eben ein so ein Faktor und Hodl deswegen, naja, wer eben die Bitcoin-Ära kennt, wer eben hier die Bitcoin-Jünger kennt, Hodl ist hier eben ein sehr etabliertes Wort. Und Hodl könnte es auch bei Apple sein, wenn man längerfristig investiert ist. Aber es kann auch natürlich den einen oder anderen kurzen Trade mit Apple geben, ist auch schon immer mal gut gelaufen. Und hier eben ein Unternehmen, das auch aufgrund der Technologiespanne und den unterschiedlichen Umfeldprognosen hier auf meinem Radar ist. Und dann natürlich die technische Analyse, die charttechnische Analyse, die ein ganz ein entscheidender Faktor ist und die eben hier eine wichtige Rolle spielt. Je kürzer der Trade, desto besser und wichtiger wird aus meiner Sicht die Charttechnik, die technische Analyse. Und hier ist es einfach oder sind es diese Bewertungsindikatoren, die ich im Speziellen eben verwende. Das ist einerseits der RSI, der Relative Strength Index. Der zeigt eine überverkauften oder überkaufte Situation an. Das werde ich Ihnen in der X-Station ganz schön zeigen. Ist ein sehr schöner Indikator, insbesondere für kurzfristige Reaktionen. Ein Wert unter 30 heißt überverkauft, ein Wert über 70 überkauft. Und je nachdem geht man hier von einer Pendelbewegung einfach gesagt aus. Der Trendindikator, der MACD, ist eben ein, wie schon sagt, Trendindikator, der Abwärts- oder Aufwärtstrends oder auch Trendänderungen nicht anzeigen kann, natürlich immer im Konjunktiv. Fix ist hier nichts, aber es ist auch ein sehr netter Indikator, um hier eben bei kurzfristigen Trades durchaus auch hier partizipieren zu können. Und dann die Bollinger Bänder, das Bollinger Band, ein Preisindikator, der eben für kurzfristige Ausbrüche sehr schön genutzt werden kann, zeige ich Ihnen dann ebenfalls sehr gerne, beziehungsweise eben
ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, bildlich betrachteter netter Indikator, den ich immer auch verwende, um Ausbruchsszenarien darstellen zu können, beziehungsweise diese zu rationalisieren. Jeder Trade ist natürlich auch immer mit einer gewissen Ratio verbunden. Man heißt, man muss sich das selbst erklären. Man hat zwar oft nicht recht an der Börse, deswegen gibt es ja ein Risikomanagementsystem. Trotzdem will man hier eben für sich selbst eine Ratio treffen, und das machen die Bollinger Bänder doch sehr schön. Naja, und zusammen mit der fundamentalen News und der charttechnischen Analyse ist es dann so, dass man eben das sehr schön auch in der X-Station in Form eines Ampelsystems gießen kann. Was heißt ein Ampelsystem? Das ist eigentlich ein Liniensystem, so wie ich das Ihnen dann zeigen werde. Die schwarze Linie, das werde ich Ihnen dann ebenfalls zeigen, ist einfach immer der Einstieg in die Idee. Das ist natürlich ganz ein wichtiger und entscheidender Punkt. Bei Trades kommt es darauf an, den richtigen Einstiegspunkt zu finden. Das Stop-Loss ist das einzige Dogma bei meinen Trades, und das ist deswegen so wichtig, weil natürlich hier ein Gewinn beziehungsweise auch ein zu Beginn ein Verlust abgesichert werden kann. Das heißt, das Stop-Loss wird gezogen. Das zeigt mir auch, wie viel Risiko ich pro Trade eingehen werde. Und deswegen das einzige Dogma, wie ich immer sage, bei meinen Trades. Sondereffekte, die geben halt an, inwiefern sich eben gewisse News und dergleichen auch Quartalszahlen auf das Chart einschlagen können. Diese Sondereffekte zeige ich sehr gerne eben mit einer gelben beziehungsweise einer Ellipse oder eben auch einer gelben Linie an. Und dann, ja, alles im Leben braucht natürlich ein Ziel, und so ist es auch bei den Trades. Die grüne Linie zeigt dahingehend das Ziel an, das eben hier im Trade vorhanden sein sollte. Und das ist halt ja ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der hier immer erklärt wird in den einzelnen Trades. Ja, so ist eben das aufgebaut. Und in der Hinsicht und in diesem Punkt, wie gesagt, das ist redundant, zeige ich immer, weil es einfach das Risikomanagementsystem ist, ein ganz wichtiger Faktor, geht es dann schon rein in der Folge in die X-Station. Und wenn es, wie gesagt, Fragen von Ihrer Seite gibt, Sie können jederzeit ganz gerne eben diese Fragen hier beim Fragetool, beim Chat-Tool stellen. Und ich werde so gut wie möglich auf diese dann eingehen. Ja, die X-Station ist, wie gesagt, ein sehr schönes, selbsterklärendes Tool und bietet hier natürlich in den einzelnen Trades sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Ich habe hier gleich einmal, also bin hier sehr gleich mal reingehüpft und werde hier einige Punkte noch erklären, bevor wir dann wirklich in oder live den einen oder anderen Trade heute bei Finanzen am Freitag generieren werden. Welche Punkte verwende ich immer sehr gern oder was verwende ich hier in der X-Station sehr gerne? Das ist einmal auf jeden Fall das Dropdown-Menü, das ich Ihnen hier zeigen werde. Das Dropdown-Menü ist einerseits für meinen Handel hier aktuell eben bei den Webinaren da, um vergangene Positionen, um vergangene Ideen darstellen zu können. Das kann man natürlich auch hier immer sehr schön nutzen, wenn man hier zum Beispiel also einen Wert hinzufügt. Kann man hier eigene Felder sozusagen, kleine Depots generieren, um eben dann auch hier, wenn man so sagt, man testet sich durch, man möchte hier zum Beispiel nur Minenunternehmen oder heute ist ja das Thema erneuerbare Energien haben, dann kann man sich hier ein eigenes kleines Portfolio einrichten, und das ist immer sehr, sehr gut, sehr, sehr schön, und das verwende ich hier auch immer wieder gerne, um eigene Arbeitsbereiche zu generieren, und man kann die X-Station eben dann hier auch in der Folge für oder als Trading-Tagebuch verwenden. Man kann hier zum Beispiel die Ideen der Vergangenheit sehr, sehr schön auch generieren und ansprechen. Ja, dann natürlich gibt es die unterschiedlichen Werte. Wie schon gesagt, der Relative Strength Index wäre hier so ein Faktor, der sich hier zeigt. Das ist hier diese blaue Linie. Man kann hier eben genau diese einzelnen Chart-Parameter, diese Indikatoren verwenden. Man hat hier ein schönes Steuerkreuz auch in der X-Station. Das heißt, die Tageskerzen, Sie sehen hier, das D1 steht eben jedes dieser
jeder dieser roten beziehungsweise grünen Kerzen bei mir ist immer ein Tag. Deswegen ein Tag, weil ich ja ein Position Trader bin über mehrere Wochen, die Ideen in gewöhnlicher Art und Weise laufen. Und da benutze ich sehr gerne einerseits das Tagescharts, aber manchmal auch das Tagescharts, die Tageskerzen oder die 4-Stunden-Kerzen. In der Folge, wie gesagt, verwende ich lieber hier oder meistens diese 4 Stunden die Tageskerzen. Dann gibt es natürlich das Steuerkreuz, da können Sie auf die einzelnen Tageskerzen eingehen und bei diesen Tageskerzen sehen auf der linken Seite hier dann immer auch das Kästchen, ein Steuerkästchen und hier sehen Sie einerseits das High und Low des Tages, also das Hoch und Tief, dann auch die Bollinger Bänder, den Relative Strength Index und den MACD angegeben. Den MACD sehen Sie auch hier eben auf der unteren Seite hier, wo das Steuerkreuz jetzt ist, von Rot kreuzend auf Grün, können Sie sich denken, steht immer für einen steigenden Trend. Grüne Linien bzw. grüne Kerzen hier, da stehen immer für steigende Trends. Kommt es hier zu einem Abfallen von Positiv ins Negative, wird es eher als negativ bewertet, von Negativ ins Positive eher als positiv. Ich schaue mir auch oft hier immer, wenn es hier eben dazu kommt, dass ein Tal gefunden wird und die Kerzen hier, die kleinen, steigen, dann interpretiere ich das grundsätzlich eher als positiv. Dann der RSI, wie schon gesagt, der Relative Strength Index als jener Parameter und dann die Bollinger Bänder, ein Ausbrechen aus den Bollinger Bändern von nach oben wird eher als positiv bewertet. Wie gesagt, das ist ein Mittelwert und deswegen hier können hier durchaus auch schöne Trends nachverfolgt werden und eben in der Folge auch Trading-Ideen generiert werden. Ja, das kurz zur Erklärung zur X-Station. Und natürlich haben Sie unten hier auch immer die einzelnen Positionen, die einzelnen offenen Positionen, die in der Vergangenheit kreiert worden sind. Und was ich hier mitgebracht habe, ist schon einmal moderner. Moderner zeigt sich, diese Idee wurde eben, oder diese Position wurde vorgestern gestartet und 17.23, also ist noch gar nicht so lange. Und ich möchte Ihnen aber auch hier gleich einmal zeigen, Moderna ist natürlich ein Unternehmen in der Biotechnologie, hat zwar heute eher nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber ein Unternehmen, das sich rein charttechnisch aktuell doch sehr, sehr gut entwickelt hat. Und deswegen würde ich hier gleich das Ampelsystem einmal kurz out of topic auch erklären. Sie sehen hier die Möglichkeit, bei Moderna war es so, dass in den letzten Wochen sich, und Sie sehen hier, wie schnell das geht, in der X-Station, wie rasch, dass man hier eben diese Charts betreuen kann und eben hier unterschiedliche, wie soll man sagen, Tools verwenden kann. Die Ellipsen, wie gesagt, zeigen hier für mich im Speziellen auch immer Sondereffekte an. Und hier sind 3 bzw. 4 Sondereffekte Hochs, die als Widerstände in der Vergangenheit verwendet beziehungsweise in den letzten Monaten als Widerstände fungiert haben, sind ganz rezent hier bei Moderna durchbrochen worden. Also diese Widerstände, dieser Widerstand ist hier durchbrochen worden und das ist auch der Grund, wieso das am 2. Juni hier diese Trading-Idee gestartet worden ist in der X-Station. Sie sehen jetzt hier der aktuelle Ausbruch bei Moderna aus diesem Szenario, auch ein Ausbruch aus den Bollinger Bändern nach oben, also sehr, sehr positiv. Ganz rezent ist auch das MACD nach oben weggebrochen und Sie sehen so eine typische aktuelle Ausbruchbewegung, die man hier sieht und die ich hier sehr spannend empfunden habe und deswegen auch diese Idee, die schon hier einmal vorkreiert worden ist. Moderna, ja, einer der größten beziehungsweise wichtigsten Impfstoffentwickler, wenn Sie so wollen, die sich hier in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten in der Covid-19-Pandemie insbesondere hervorgetan hat. Und der aktuelle Ausbruch ist natürlich ein sehr, sehr starkes Momentum, das sich hier gebildet haben könnte. Und deswegen auch diese Aufnahme oder kurze Erklärung in der Idee.
Sie haben, und das habe ich Ihnen schon kurz gesagt, immer dieses kleine I vor Informationen zur Position und Sie sehen, so einfach geht es dann. Man weiß dann auch immer, wann die Eröffnungszeitpunkte sind der einzelnen Ideen. Und das ist natürlich immer auch ein ganz, ganz spannendes, ganz, ganz gute Möglichkeit, die man sich hier überlegen kann und wo man eben auch unterschiedliche Szenarien andenken kann. Ein anderes Unternehmen, was Sie hier finden, ist eben Kinross. Kinross ebenfalls eine Idee, ein Ampelsystem, das mit der Gold zu tun hat, ein Goldunternehmen. Und das letzte Mal war ja das Themengebiet Gold. Und deswegen wollte ich da auch noch mal kurz angehen. Sie sehen, das Ampelsystem wurde hier gestartet beim letzten Webinar am 21. Mai. Und aktuell läuft diese Idee im Rahmen. Das heißt, es ist hier aktuell noch eine oder wieder eine Seitwärtsbewegung bei Kinross eingetreten. Und dieser Trend bleibt aber meiner Meinung doch noch erhalten. Das Stop-Loss, sehen Sie, liegt bei 7,77 und in der aktuellen Situation eben unter dieser Trendlinie, also Kinross, eine Idee mit dem Ampelsystem. Wie schaut so ein Ampelsystem jetzt einmal kurz nochmal aus? Wie gesagt, Fundamentaldaten, News wurden hier analysiert und der Einstieg bei Kinross ist aufgrund einerseits dieser Konstellation des steigenden Trends nachverfolgt worden. Auch kann man hier bei Kinross verfolgen, dass insbesondere die Bollinger Bänder immer wieder auch nach Norden ausgebüxelt sind, also ein bisschen ausgebrochen sind. Und das war einfach hier die Möglichkeit oder beziehungsweise der Punkt, wo man gesagt hat, beim letzten Webinar, es ist hier eben ein Widerstand, diese 7,77 durchbrochen, hier vom 10.5. beziehungsweise 21.4. Und das war dann auch der Grund, hier einzusteigen. Es war eine sehr starke Kerze, jetzt ein kleiner Rücksetzer, aktuell eine Seitwärtsbewegung, aber in der Idee selbst denke ich weiterhin ein starkes Signal bei Kinross, könnte durchaus noch spannend weitergehen, wie gesagt, aber einfach eine Möglichkeit oder hier ein Punkt, wie man sein Ampelsystem dann hier etablieren kann. Wie Sie sehen, 7,77 wäre hier das Stop-Loss. Das heißt, weiter dürfte diese Idee nicht gehen, dann wird sie automatisch beendet. 8,90 hier um diese nächsten Widerstände vom 11.2020 sind hier die nächsten Anpassungen. Da wäre entweder ein Take-Profit oder eben eine Anpassung via Trailing-Stop-Loss nachgedacht. Das heißt hier oder angedacht. Das heißt, hier würde dann die nächste Anpassung stattfinden. Sie sehen, hier als Position Trader ist es viel, wie soll man sagen, entspannter. Bei mir kommt es hier nicht darauf an, hier jede Sekunde zu nutzen. Es gibt natürlich in der X-Station auch die Möglichkeit, Minutencharts zu nutzen oder eben als Stundencharts unterschiedlich, je nach Trading-Stil gibt es hier unterschiedlichste Möglichkeiten in meinem Zusammenhang oder in dem Trading-Stil Position Swing Trade, so wie ich das betreibe, ist das eher entspannter. Man kann sich am Abend, dann am Freitagabend gemütlich mal hersetzen, ein Bierchen öffnen und sich die eine oder andere Trading-Idee, die man sich überlegt hat, über den Wochen auch mal generieren. Und wie gesagt, für viele, die das berufstätig, berufsbegleitend machen, sagen wir so, ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, hier in der X-Station auch den einen oder anderen Trade zu generieren. Muss ja nicht immer nur Bitcoin sein oder Gold, sondern können auch unterschiedliche Unternehmen sein. Und heute geht es eben in erster Linie um erneuerbare Energien und ich denke, ich habe hier einige spannende, vielleicht gar nicht so bekannte Unternehmen für Sie mitgenommen und anhand dieser Unternehmen werde ich gerne den einen oder anderen Trade gerne für Sie generieren. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne in das Chat-Tool diese hineingeben. Und ansonsten werde ich ein wenig über die erneuerbaren Energien und natürlich dieses Thema hier dann referieren und die eine oder andere Idee, wie gesagt, dann in der Folge gleich starten. Ja, erneuerbare Energien, die Aktien, die Werte, die sich hier ergeben, sind in den letzten, ja, wie soll man sagen, Monaten dann etwas in Rückstand geraten. Joe Biden als neuer Präsident hat hier natürlich einen gewissen
Bauereffekt zu Beginn seiner Regentschaft eben hier übernommen. Sie sehen es mit November, mit der Einbindung oder nach der US-Wahl sind die erneuerbaren Energie und hier erneuerbaren Energien beziehungsweise Unternehmen, die hier tätig sind, und dieses Unternehmen ist eben Sunpower, ein US-Konzern, der sich hier eben mit Solarkollektoren befasst, Solarenergie befasst, sind aber, das betrifft ja sehr viele Unternehmen in dem Bereich, sind nach der Wahl von Joe Biden sehr stark in die Höhe geschnallt. Also wenn man sich es hier vor Augen führt, Sunpower hier von einem, ja, wenn man raus, und das ist auch schön, Sie sehen es live hier in der X-Station, Sie können natürlich hier sehr weit hinauszoomen, und 2014 hat das Unternehmen schon mal eben einen Kurswert von etwa 26 US-Dollar gehabt, aber nach der Wahl, sehen Sie, im Mitte-November ist hier der Kurs richtig hochgeschnalzen von 1920 US-Dollar auf ein Hoch, so mit Anfang diesen Jahres, mit 29. Januar von 57 innerhalb kürzester Zeit fast eine Verdreifachung. Aber dann kam es, naja, nicht unerwartet dann zu einer Konsolidierung, und diese Konsolidierung, die kann man sehr schön auch in der X-Station hier mit einer Trendlinie dann darstellen. Sie sehen es, wenn man so will, ist diese Konsolidierung dann anhand der Trendlinie, wenn das nochmal etwas schöner hier für Sie machen, andenken, Einstellungen, und dann sehen wir hier, Sie sehen, wie einfach und leicht das sind, die Schienen. Das ist wirklich immer so, keep it short and simple, so soll es auch sein, kann man sehr schön das Chart für sich selbst auch argumentieren, naja, der Trend, wenn Sie so wollen, ist, nachdem er mal so richtig mit Anfang Februar der Kurs aufgrund der Zahlen, der Jahreszahlen, die hier eben nicht die Erwartung entsprochen haben, stark gefallen. Und dann kam es in der Folge, aber das hat Sunpower mit allen anderen Solarenergiewerten, erneuerbaren Energiewerten gemein, zu einem doch sehr fulminanten Abverkauf. Und dieser Abverkauf, der ist eben bis hier weitergegangen, also der ist hier so etwa bis 19. Mit, oder sagen wir Mitte Mai hat es stattgefunden, erneuerbare Energien, wie gesagt, doch unter Joe Biden hier kurz oder stark gelaufen. Mit dem 5. Mai kam es hier eben, hat der Sunpower, die Sunpower Corporation, die Quartalszahlen berichtet. Sie sehen, dass dann an dieser Tageskerze hat aber hier noch einen Abverkauf gegeben bis Anfang Mai, und mit Anfang Mai könnte hier bei einem Tief von 1980 in etwa eine spannende Unterstützung stattgefunden haben. Warum finde ich diese Unterstützung so spannend? Sie folgen mir hier auf den Zeiger und mit Dezember 2020 wurde diese Unterstützung um 20 US-Dollar schon einmal angedacht beziehungsweise angetastet, hier um diese 20 auch jetzt wieder eine Unterstützung, die gehalten haben könnte, und dann in der Folge eben um diese 1980 zu einem Rebound, der gekommen ist, und im Rahmen dieser Gegenbewegung ist aus meiner Sicht auch der aktuelle Abwärtstrend durchbrochen worden. Und dieser Abwärtstrend, wenn der durchbrochen ist, hat hier das Unternehmen eine Seitwärtsbewegung aufnehmen können. Aktuell eine Einengung der Bollinger Bänder. Und das könnte in der Theorie in diesem Zusammenhang durchaus zu einer bevorstehenden Trendwende führen. Eine Trendwende, die natürlich auch von der Politik von Joe Biden oder mit der Politik dann in Zukunft einhergehen könnte. Klimawandel in den Infrastrukturinitiativen
sind ja ganz, ganz wichtige Themen, nicht nur in den USA, aber natürlich im Speziellen, wenn es um Sandbauer geht, geht es eben hier darum, nachzurüsten. Solarenergie sollte einen höheren Stellenwert bekommen und dann wäre so ein Unternehmen wie Solar Sandbauer natürlich ein spannendes Unternehmen, das tätig ist. Marktkapitalisierung gerade einmal 4 Milliarden US-Dollar aktuell. Das ist nicht so viel. Das EBITDA betrifft, also es hat hier einen Gewinn von 19 Millionen US-Dollar gegeben. Das Wachstum, das Umsatzwachstum für das gesamte Jahr 2021 wird mit 35% deklariert aktuell. Also, wenn sich hier einige spannende Aufträge ergeben könnten, wäre das natürlich ein Unternehmen, das eventuell durchaus Wachstumspotenzial haben könnte und das eine oder andere Fantasiepotenzial natürlich hat. Auch die Größe des Unternehmens spielt bei dem einen oder anderen Trade natürlich auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn mit der Größe, mit diesem, wie soll man sagen, Meme-Stock-Effekt, wenn das Unternehmen nicht zu groß kapitalisiert ist, spielen natürlich weniger Anleger gleich auch eine wichtige Rolle. Und das könnte hier bei Sandbauer natürlich auch in der Folge der Fall sein. Die Analysten, die beobachtet worden sind oder die wir hier bei Sotrabo beobachtet haben, geben ein maximales Kursziel von 35 US-Dollar an. Und wenn man sich den aktuellen Kurs ansieht, 35 US-Dollar, das ist auch eigentlich der Widerstand, der sich hier in dem Bereich auftun könnte, der Widerstand, den Sie hier sehen, der mit Anfang Mai, ab Anfang ja, April einmal stattgefunden haben könnte, vielleicht auch hier mit März. Aber dieser Wert 35 scheint hier durchaus spannend zu sein. Das könnte auch in einem Bereich, einem möglichen oder im Bereich einer Idee durchaus ein Take-Profit darstellen, eine Gegenbewegung, die hier einsetzen könnte mit einem Take-Profit bei 35. Das wäre natürlich hier eine spannende, ja, spannende Konstellation. Und Sie sehen, wie rasch das es eigentlich geht hier. Eine Idee in der X-Station schon auch zu generieren. Aktuell ist das Unternehmen in einer Seitwärtsbewegung, aber mit einem, denke ich, doch spannenden Stop-Loss um diese 1970 ist das Risiko, Kursrisikoverhältnis, Chancenrisikoverhältnis mit einem Take-Profit 35 durchaus überschaubar und das wäre auch so eine Möglichkeit, wie diese Idee getradet werden könnte. Sie sehen hier aktuell ein spannendes Szenario, wie gesagt, eine Seitwärtsbewegung, die sich hier aktuell gegeben hat, aber der Ausbruch aus beziehungsweise der Durchbruch beim Abwärtstrend, den ich hier Ihnen eingezeichnet habe, aktuell durchaus eine schöne Chance, denke ich doch. Und solange hier diese Unterstützung um diese 20 US-Dollar hält, könnte ich mir durchaus vorstellen, bei positiven News, die eben insbesondere Solar- und erneuerbare Energieträgerunternehmen in der Zukunft, in der näheren Zukunft vielleicht blühen könnten. Klimaerwärmung, Joe Biden ist hier eben ein ganz anderer oder ganz aus einem ganz anderen Holz geschnitten als eben Donald Trump, der nimmt das ernster. Da könnte durchaus, wie schon gesagt, die eine oder andere Subvention auch in diese Richtung noch kommen. Und dann könnte durchaus auch eine Gegenbewegung stattfinden. Sie sehen es, wenn man hier sich das Unternehmen ansieht, ist die SunPower Corporation vielleicht aktuell ein spannender Trade. Und wie gesagt, Sie sehen, wie schnell hier auch eine Idee generiert werden könnte. Ja, ein zweites Unternehmen ist Canadian Solar. Canadian Solar, ein noch kleineres Solarunternehmen, meldete am 20. Mai die Zahlen und Sie sehen, nach den Zahlen, nach besseren als erwarteten Zahlen für das erste Quartal kam es hier eben doch zu einem schönen Kurssprung. Die
Analysten sind ebenfalls hier relativ positiv gestimmt. 42 US-Dollar das minimale Kursziel, 58 US-Dollar das maximale Kursziel und 51 US-Dollar ist das durchschnittliche Kursziel. Sieht man sich den Trend an, ist es hier nicht sehr viel anders, wie schon vorher eben bei Sunbauer auch gezeigt. Es wurde und konnte hier im aktuellen Szenario dieser Abwärtstrend, der sich hier auch mit Anfang des Jahres dann etabliert hat, also hohe Volatilität, konnte aktuell chancentechnisch, denke ich, doch sehr gut überboten werden. Eine aktuelle Seitwärtsbewegung, vielleicht noch kein hundertprozentig eindeutiges Kaufsignal, aber für manche, die hier sagen, auch hier eine Unterstützung, die im tiefsten Bereich vielleicht auf das Tief von 33 hier gehen könnte. 33 US-Dollar durchaus eine Möglichkeit, hier auch Canadian Solar als Idee zu etablieren. Natürlich immer im Konjunktiv, das sind natürlich lediglich meine Meinungen, meine Interpretation vom aktuellen Chart. Canadian Solar gab am 20. eben Mai die Finanzergebnisse bekannt. Die nächsten werden am 19. August stattfinden. Die nächsten sozusagen Finanzergebnisse, der nächste Quartalsbericht. Das ist für mich auch immer sehr spannend zu sehen, wie denn die Unternehmen, das passt natürlich auch in den Trading-Stil, in die Fundamentalanalyse. Und die Möglichkeiten, die sich hier ergeben, da wird es die nächsten News geben. Ein Widerstand, bei ungefähr 51, den sich hier etablieren beziehungsweise interpretieren könnten. Auch ein ganz, ganz spannendes Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht in der aktuellen Situation. Natürlich eine Seitwärtsbewegung und ein durchaus potenzielles Ampelsystem, und Sie sehen auch hier wieder, so könnte das aussehen, so könnte ein Ampelsystem eben mit einer neuen Order dann auch gleich etabliert werden und dann eben eine Idee, die man hier dann in der Folge starten könnte mit eben Canadian Solar, ein Unternehmen von der Marktkapitalisierung wichtig, nicht so groß, aber im aktuellen Szenario einerseits eine Unterstützung, die hier stattgefunden hat, um diesen Bereich von 33, der sollte, müsste halten, ist ja ein Durchbruch oder ein Ausbruch, der Mitte beziehungsweise im Oktober letzten Jahres dann nachhaltig vollzogen worden ist. Und aktuell könnte eben dieser Rücksetzer durchaus für den einen oder anderen, der hier sagt, okay, ein spannendes Unternehmen, eine Möglichkeit sein. Maximales Kursziel, wie ja schon erwähnt, 58 US-Dollar und hier das Deck Profit eventuell genau beim Kursziel, beim durchschnittlichen Kursziel bei 51 US-Dollar. Das wäre eben auch ein Widerstand, der hier sich etabliert haben könnte und im Ampelsystem durchaus hier eine Idee, die man durchaus andenken könnte. Wie schon gesagt, unter den 33 soll es nicht fallen, wenn man sagt, der Take Profit könnte man bei 51 Sätzen, ist das auch sicher kein Fehler. Und so rasch geht's, so schön kann man hier eben Trading-Ideen setzen. Und so schön und so einfach geht's auch in der X-Station. Sie sehen's eigentlich hier sehr, sehr straightforward, rucki-zucki, wie man das macht. Aktuell beide Ideen natürlich aufgrund des Aufwärtstrends gerade gestartet. Und wenn man, und das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, die man eben hier gestalten kann, eine Möglichkeit, die X-Station hat. Man kann hier nämlich auch durchaus zwei Charts übereinander lappen, und Sie haben hier jetzt das Sunbauer Chart gemeinsam mit Canadian Solar überlappt auf derselben Zeitachse, und Sie sehen natürlich aktuell
ein sehr ähnliches Chartbild, insbesondere in den letzten Wochen. Beide Unternehmen konnten den Trend hier überbieten. Beide Unternehmen scheinen hier insbesondere auch von News abhängig zu sein. Und wie schon gesagt und schon vorher erwähnt, natürlich spielt die Klimaerwärmung eine spezielle Rolle. Und das heutige Thema sind und sollen ja genau solche Unternehmen sein. Vielleicht nicht Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung, und eben Unternehmen, die vielleicht einen Multi-Bagger-Potenzial hätten. Und Sie haben gesehen, wie rasch und schön das hier geht, in einerseits der Idee mit einem Open-End von so Sunpower Corporation oder eben, wenn Sie so wollen, wenn man ein Take-Profit setzt in der X-Station, ist das natürlich genauso fair, genauso gut. Und das Risiko-Chancen-Risiko-Verhältnis ist eben, dass man immer in den Augen halten sollte. Wie schon gesagt, Stop-Loss, das einzige Dogma in den Trades, und den Rest, glaube ich, kann sich dann jeder auch etablieren, selbst hier diskutieren. Und natürlich, Unternehmen müssen Spaß machen, da schaut man ja gerne rauf. Und ich finde schon, dass die neuen Technologien, auch die Solarwerte, eine schöne Chance bieten. Ein weiteres Unternehmen für jene, die eben sagen, okay, ich bräuchte hier ein größeres Unternehmen, das ist mir zu klein, Canadian Solar, das wäre Sunrun. Aber bei Sunrun sehen Sie, da ist aus meiner Sicht aktuell der Trend vielleicht noch nicht ganz so eindeutig überboten. Hier scheint sich hier noch ein etwas Downtrend zu ergeben. Die Aktie ist zwar jetzt auch gestiegen in der Folge vom 5. Mai nach den Quartalszahlen. Sie sehen es hier einmal, könnte sich hier durchaus ein Durchbruch ist vielleicht noch zu viel, aber der Trend, der Abwärtstrend abgeschwächt haben. Das Unternehmen hatte jetzt mal bekannt gegeben, dass er Partnerschaft mit Ford Motors geben wird. Marktkapitalisierung aktuell bei 9 Milliarden US-Dollar, also schon etwas größer als die 4 beziehungsweise 2 Milliarden von SunPower oder Canadian Solar. Und die Analysten sind hier durchaus sehr, sehr optimistisch, wenn es um Sunrun geht, weil das minimale Kursziel läge aktuell bei 50 US-Dollar, und das ist jetzt schon mal noch ganze 20% fast über dem aktuellen Kurs, vielleicht nicht ganz 20%, also 16%, aber schnallen Sie sich an, das durchschnittliche Kursziel, da sind wir dann schon bei 78 US-Dollar, und beim maximalen Kursziel würden wir bei 90 US-Dollar liegen. Also für mittellängerfristige, vielleicht sogar Investoren, auch ein Unternehmen, das spannend ist, noch nicht ganz weg vom Abwärtstrend aus meiner Sicht, konnte ja in der Folge in den letzten Jahren extrem profitieren, also von der Corona-Krise ist hier kaum was zu sehen, natürlich zu Beginn im März hier jene, die den Einstiegskurs um diese 8 US-Dollar geknackt bzw. eingehen konnten, die haben sich hier dann mit Oktober 2020 beziehungsweise Jänner 2021 mit einer mehr als Verzehnfachung freuen können. Für jene, die dabei geblieben sind und vielleicht kein Stop-Loss gesetzt haben, für die ist es vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber doch hier noch immer ein, glaube ich, sehr, sehr spannendes Unternehmen mit durchaus Potenzial. Und was ich Ihnen hier einzeichnen möchte, wäre dann nochmal so eine Trendlinie, einfach um nochmal zu zeigen, Sie sehen es hier, wie diese Trendlinie dann unterboten worden ist, ist es dann auch sehr rasch dann zu einem weiteren Abfallen gekommen. Das beobachtet man doch relativ häufig. Sie sehen, der längerfristige Trend, den man sich hier oder den ich Ihnen hier eingezeichnet habe, auf dem dann das Kursfeuerwerk auch basiert hat, ist dann mit Februar 2021 unterboten worden. Naja, und dann kam es wohl zu massiven Gewinnmitnahmen, und diese Gewinnmitnahmen sind jetzt wieder bei, das haben wir schon von Canadian Solar und eben von SunPower gesehen, ist aktuell mit einer möglichen Unterstützung, die sie hier mit 31.
Juli das erste Mal sehen, vielleicht bestätigt worden, kann diese Unterstützung halten, na, dann wäre auch aufgrund der Analystendaten eigentlich doch wieder das eine oder andere positive Szenario oder Rating-Szenario zu sehen. Wie schon gesagt, auch ein Unternehmen, das durchaus weiter Potenzial haben könnte und das natürlich für so einen Position Trade auf der X-Station ja natürlich sich eignet, schönes Chartbild beziehungsweise ein sehr volatiles Unternehmen für einen Position Trade vielleicht durchaus ein spannendes Unternehmen. Ja, das sind einmal die ersten drei Unternehmen, die ich Ihnen hier heute mitgenommen habe und über die ich hier ein wenig referieren möchte, weil es natürlich spannende Unternehmen sind und sehr intensiv auch mit der aktuellen oder mit der heutigen Frage, wie schaut's aus mit erneuerbaren Energien zusammenhängen? Und als viertes Unternehmen habe ich Ihnen natürlich eines mitgenommen, das hier eines der volatilsten ist und über das ich immer wieder auch sehr gerne referiere. Es ist Tesla. Tesla kennt ja fast jeder, ist ja auch ein Unternehmen, das in den letzten Jahren, Monaten und immer wieder extrem für Furore sorgen kann und fürs Furore sorgt. Und wenn Sie sich das Chart einfach nochmal ins Bild holen, seit 2016 natürlich eine Vervielfachung des Kurses. Aktuell sind wir hier auch bei einer Verzehnfachung. Man kann natürlich noch viel weiter hinaus, wenn man will, Tesla, wenn es rausgeht, Tesla 2011, bei einem aktuellen Kurs mit der Verwässerung, es ist ja ein Aktien-Split gegeben, wären das im Tief bei um die 5 US-Dollar gewesen. Das ist eine mehr als Verhundertfachung im aktuellen Kurs. Und was Tesla aktuell zeigt, ist ebenfalls seit Anfang Jänner eine starke Konsolidierung. Naja, klar, es konnte nicht immer so weitergehen, ist ja überhaupt kein Geheimnis. Das ist ja ganz eine normale Situation. Es war ja auch mit der Bewertung oder ist ja aktuell noch mit der Bewertung ganz brutal, wenn Sie so wollen. Aber was Sie jetzt sehen und was sich jetzt darstellt, könnte doch auch eine spannende Situation sein, weil hier doch in der aktuellen Situation einige Widerstände beziehungsweise mögliche Unterstützungen angelaufen worden sein könnten. Einerseits einmal mit der roten Linie diese mögliche Unterstützung, also in dieser Höhe des ersten Widerstandes von August 2020, der eben dann im November durchbrochen worden ist, dann ist ja alles außer Rand und Band gewesen. Also wie gesagt, Joe Biden-Effekt hier auch ein wenig eine Rolle gespielt. Dann die Hochs den Januar 2021 und die aktuelle Konsolidierung. Und aktuell befindet sich diese Konsolidierung einerseits bei diesen 5,35 in etwa, einerseits bei einer Höhe von einer möglichen Unterstützung, die eben hier mal im Dezember, dann hier im März und jetzt eben wieder im Mai stattgefunden haben könnte. Also diese Unterstützung könnte durchaus ein spannendes Konstrukt ergeben und einfach aus dem Grund, weil hier es schon zweimal wieder zu einem Rebound beziehungsweise dreimal zu einem Rebound gekommen ist. Mit dem grün eingezeichneten möglichen Aufwärtstrend ist es jetzt doch, glaube ich, sehr entscheidend für das Unternehmen, für die Aktie von Tesla, wo die Reise in der Folge dann hingeht. Sie sehen es hier, ein Abwärtstrend, der durchaus noch sehr stark hier mitspielen könnte. Und das wird sich hier dann in der Folge oder könnte sich hier dann entscheiden, ob Bulle oder eben Bären hier dann Überhand bekommen könnten. Es müsste aus meiner Sicht jedenfalls diese Unterstützung, die Sie hier dreimal jetzt mit einer gelben Ellipse eingezeichnet sehen, halten. Aktuell engen sich auch die Bollinger Bänder ein. Eigentlich eine Indiz für eine anstehende Reaktion, wenn, und das wäre hier aktuell zumindest mein bevorzugtes Szenario, diese
dieser Aufwärtstrend fallen würde und der Kurs unter die 5,35 fallen würde, naja, dann ist hier sozusagen das Scheunentor bis die 400 US-Dollar offen. Und das wäre aus meiner Sicht durchaus ein Szenario, aus meiner Sicht zumindest als sehr wahrscheinlich sein könnte. Sie sehen hier, der Trend ist hier klar definiert auch, wird hier zweimal angezeigt beziehungsweise hier eingezeichnet, auch aktuell immer fallende Hochs sozusagen und niedrigere Tiefs. Sieht rein charttechnisch vielleicht nicht so optimal aus, aber Tesla ist ja auch schon extrem weit gelaufen, auch in einem Kurs von 400 US-Dollar wäre ja durchaus noch sehr, sehr spannend und ambitioniert. Price Earning aktuell von 630. Die nächsten Zahlen von Tesla werden am 4. August erwartet. Die aktuellen Zahlen wurden ja insbesondere von der Krypto-Investment von Elon Musk und Tesla hier bestimmt. Tesla, Elon Musk, natürlich auch der Bitcoin, der hier gelitten hat, wenn Sie so wollen, mit den einzelnen Tweets, den hier Musk von sich gegeben hat. Wie sehen die Analysten aktuell das Unternehmen? Das niedrigste Kursziel läge bei 150 US-Dollar, das maximale Kursziel bei 1600 US-Dollar, also nach oben eine mögliche Verdoppelung, wenn es durch den Analysten gehen würde. Das niedrigste eine 150er-Zahl. Naja, da haben auch oder hätten auch die Shorties noch ihre Freude. Aber in der aktuellen Situation durchaus ein Unternehmen, das hier in beide Richtungen ausschweifen kann. Von meiner Sicht eher eine Short-Position. Aber da ist noch vieles offen in der Zukunft. Tesla jedenfalls bleibt es spannend und er könnte natürlich auch durchaus von stärkeren beziehungsweise von der Etablierung oder stärkeren Etablierung der Elektromobilität profitieren. Ist ja hier Marktführer, wenn man so will, beziehungsweise Innovationstreiber. Aber die anderen Unternehmen holen natürlich hier klar auf und in der aktuellen Situation sicherlich ein Unternehmen, das hier weiterhin spannend bleibt, das hier im Trading-Bereich in der X-Station auch gerne getradet wird und natürlich, wo man in beide Richtungen ganz emotionslos die einzelnen volatilen Phasen, die Volatilität ausnutzen kann. Und das, glaube ich, macht das Unternehmen in der aktuellen Situation aus meiner Sicht auch sehr, sehr spannend. Ja, das zum Themengebiet Tesla und jetzt gehe ich ein bisschen in ein anderes Unternehmen, natürlich auch ein innovatives, ein Solarmodulhersteller und ein chinesisches Unternehmen, Jinko Solar, die Jinko Solar Holding. Die Ergebnisse für das erste Quartal wurden am 31. Mai bekannt gegeben und Sie sehen, im Chart hat sich das durchaus sehr positiv hier ausgewirkt. 31. Mai. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo eben dieser Ausbruch aus diesem Abwärtstrend stattgefunden hat. Und dieser Trend, der hat sich hier doch sehr stark auch etabliert, wie auch die anderen, oder sehr volatil mit Ende des Jahres und dann eben mit Anfang des Jahres wie die anderen Solarunternehmen ein starker Abfall. Aber aktuell denke ich, dieser doch sehr eindeutige Durchbruch aus diesem Abwärtstrend. Und was ich hier sehr, sehr spannend finde, ist, und deswegen ist das Unternehmen natürlich mitunter auch dabei, dieser Ausbruch aus den Bollinger Bändern, wie Sie hier sehen, aus dem oberen Bollinger Band. Und das könnte genau der Start sein von einer Ausbruchbewegung, die man sich als Trader wünschen könnte. Auch dieser Widerstand vom April könnte aktuell überboten worden sein. Sie sehen das hier, wenn ich das für Sie hier einzeichne, dieser Widerstand, der sich hier um diese 40 US-Dollar etabliert haben könnte, ist eben ganz rezent durchbrochen worden, beziehungsweise wenn Sie so ein bisschen noch heruntergehen, ein kleines Ausbruch-Gap, das sich hier gebildet hat und das wäre dann
mit einem Hoch von 36,80 beziehungsweise hier am 1. nach den Zahlen, am 1. Juni nach den Zahlen mit 39,75 durchaus eine spannende Ausgangslage. Und ein Unternehmen, ich schaue dann nur kurz, dass man hier, das wäre hier wirklich tatsächlich so ein Hoch von 36,75. Hier sehen Sie das kleine Gap und aktuell diesen Ausbruch, wenn Sie so wollen, das nächste Kursziel beziehungsweise rein charttechnisch betrachtet wäre oder könnte so um die 50 US-Dollar sein und das wäre so eine typische Rebound-Bewegung, die man natürlich aufgrund des Chartbildes auch hier so darstellen könnte. Die nächsten Ziele dann um 55, 56, ein Widerstand bis 67 und das wäre natürlich durchaus spannend. Was sagen die Analysten? Naja, hier gibt es ein niedrigstes Kursziel von 32 US-Dollar, ein maximales Kursziel von 65 US-Dollar und ein durchschnittliches Kursziel von 43 US-Dollar. Das wäre auch der aktuelle Kurs und an und für sich aus meiner Sicht auch eine spannende Trading-Idee, die sich hier in der Folge ergeben könnte. Wie gesagt, Jinko Solar, ein chinesischer Hersteller von Solarmodulen, ein spannender hier Wert, den ich denke, und ein Wert, der rein charttechnisch hier aktuell durchaus aus meiner Sicht schönes Potenzial haben könnte, weil hier ein schönes, wenn es rein charttechnisch geht, Chancen-Risiko-Verhältnis bestehen könnte. Ein Stop-Loss um diese 36,75 wäre aus meiner Sicht, wenn man nur das Chartbild heranziehen würde, durchaus 36,75 durchaus ein spannender und auch von der Ratio aufgrund des Widerstandes spannendes Szenario und dann eventuell ein Take-Profit oder ein Anpassen, sollte der Kurs hier weiter hochgehen. Und Sie sehen, so einfach und so schnell geht das wie immer in der X-Station. Man spricht über diese Themengebiete, man unterhält sich sozusagen und macht sich aufgrund vom Chartbild, dem Risikomanagementsystem, dem RSI, dem Bollinger bzw. dem MACD oder eben auch hier ganz einfach aufgrund von Widerständen und Unterstützungen, die man mit der X-Station sehr schön darstellen kann, ein eigenes Bild und definiert, kann hier ein Risikomanagementsystem ganz, ganz rasch, ganz, ganz einfach und bequem von zu Hause aus in der X-Station generieren. Wenn Sie sich wundern, wie ich das mache oder wie viele Bildschirme ich habe, ich bin eben hier ein entspannter Trader, habe hier in Wirklichkeit nur mein MacBook und mache das mit einem Bildschirm ganz einfach von zu Hause aus. Man ist hier wirklich in der X-Station sehr, sehr gut aufgehoben. Man kann ja in die einzelnen Zoom-Funktionen, man kann die Zoom-Funktionen nutzen und hat natürlich hier die Möglichkeit, sehr, sehr rasch und einfach zu agieren. Und das ist auch, glaube ich, der große, große Vorteil, den man hier hat. Ja, das war in diesem Zusammenhang dann auch schon wieder das letzte Unternehmen, das ich mitgebracht habe, die im Zusammenhang mit der Solarenergie, erneuerbare Energie direkt zu tun haben. Und denke ich doch, dass das sehr spannend ist. Es sind allesamt Unternehmen mit einer überschaubaren Marktkapitalisierung, aber auch Unternehmen, wie ich denke, die hier im Zusammenhang mit erneuerbarer Energie, mit Solarenergie einen Blick wert sind und mit der aktuellen Konsolidierung, die sich in der Branche getan hat, vielleicht für den einen oder anderen einen spannenden Trade, Position Trade über die nächsten Wochen oder Monate in der X-Station ergeben könnte. Ich habe hier noch natürlich ein paar Unternehmen mitgenommen, aber das ist einfach mal Apple, wie gesagt, spannender Trend, auch ein
Trend, der sich hier gegeben hat. Ich hätte noch mitgenommen NIO, das hier zu einem Rebound gekommen ist, auch Tilray als Unternehmen. Also Sie sehen, Themengebiete auch mit PayPal wird es in den nächsten Finanzen am Freitag zu Genüge geben. Und für heute habe ich, denke ich, doch sehr schön gezeigen können, wie Sie die X-Station nutzen können. Spannende Unternehmen, die Sie hier wieder mal gesehen haben, im Zusammenhang mit der erneuerbaren Energien. Und das ist eben ein Punkt, den ich für Sie heute mitgenommen habe. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freut mich das natürlich. Das nächste Finanzen am Freitag wird es dann am 18. Juni geben, wieder um 15 Uhr. Und das freut mich natürlich, wenn Sie da wieder dabei sind. In der Zwischenzeit können Sie natürlich auch immer ganz, ganz gerne auf unseren Blog von sotravo.com schauen. Wir versuchen uns, machen und publizieren ja immer wieder auch, glaube ich, spannende Charts, spannende Ideen, die umgesetzt werden können, natürlich auch in der X-Station. Und wenn es Ihnen gefallen hat, so kommunizieren Sie das und dann würde ich mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder am 18. Juni, also heute in 2 Wochen mit dabei sind bei Finanzen am Freitag mit einem neuen Themengebiet, wieder mit Live-Trades und mit Trades, die Sie ganz einfach und ganz toll in der X-Station umsetzen können. Ist wie gesagt, wie gezeigt, keine Hexerei und ich glaube, Trading soll auch so sein und das macht eben XTP mit der X-Station ganz, ganz toll, denn es gibt hier ganz einfach die Möglichkeit, Ideen mit einem adäquaten und anständigen Risikomanagementsystem einfach umzusetzen. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ich Sie das nächste Mal wieder begrüßen darf bei Finanzen am Freitag, am 18. Juni. Und in der Zwischenzeit bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen tolle Trades in der X-Station. Und bis dahin, Servus und Baba aus Wien. Bis zum nächsten Mal, bis zum 18. Juni um 17 Uhr mit Finanzen am Freitag und der X-Station und XTB. Danke nochmal und tschüss, Baba, schönes Wochenende.